24/7. Also wenn ich aufstehe, mache ich eins. Und dann, wenn ich mit fertig bin, wenn ich mit Freunden bin, meistens bin ich auch immer nur mit Freunden unterwegs. Ey, Abi, ich gucke! Ja. Und? Mach mal so. Wie? Ja, so Hände in die Hüften. So? Mhm. Ja. Dann freue ich mich meistens auf die Likes oder auf die Komplimente und schicke irgendwie Herzchen oder sowas zurück. Das pusht mich halt, also das supportet sozusagen ein und das macht auch einen glücklich, also mich zumindest. Es gibt mir ein Gefühl von Anerkennung. Ich weiß zwar, dass diese Anerkennung nicht auf Dauer ist und diese Anerkennung nur für diesen einen kurzen Moment ist, wo dieses Bild halt geliked worden ist. Aber es fühlt sich in dem Moment so gut an, dass man auf Dauer gesehen einfach nicht mehr damit aufhören möchte. Es ist der Hate, den ich in letzter Zeit bekomme. Ach komm, sind doch alle nur neidisch. Die wollen nur so hübsch wie du sein. Ich bin einfach nicht hübsch genug. Sonst würde ich mehr Likes bekommen. Ich bin das ständige Ausgegrenztsein satt. Was mache ich nur falsch? Egal. Ich streng mich bei meinen Selfies einfach mehr an. Und dann werde ich mal Follower bekommen. Vielleicht mögen mich die Mädchen dann auch. Das Gefühl, wenn ein Video viral geht, erhöht sehr viel den Glücksstatus, sage ich mal. Also man ist sehr glücklich und man ist sofort so, wow, so, das Video ist viral gegangen, viele teilen es und man will dann mehr davon. Es ist, sag mal, so wie eine Sucht, die ganze Zeit so virale Videos zu haben. Aber dann, wenn man dieses Glücksgefühl hat, dieses hohe Glücksgefühl, und irgendwann ein Video postet, was wirklich nicht mehr so viral geht, einfach nur 1000 Views oder drunter liegt, dann ist man sehr schnell frustriert und traurig. Es ist halt einfach, glaube ich, so ein Ding, so sich zu zeigen, Fotos zu veröffentlichen oder beziehungsweise deinen Freunden das zu zeigen. Ich zeige nur einen Teil von mir. Alles ist fake. Alles ist fake. So, im Internet zeigst du dich halt anders. In echt bist du anders. Die Haare, der Style, das komplette Image, das war meine Idee und nicht deine. Scheiß Diebin. Ich rede mit dir. Du Schlümpfe, red jetzt mit mir, dreh dich um. Früher gab es ja immer so den, der sich durchgesetzt hat, der gesagt hat, so, hier bin ich, alle müssen mich anschauen. Ich glaube, heute probiert jeder der zu sein, der Chef sozusagen. Und jeder probiert seine mit dem Hochladen der Fotos im Endeffekt auf sich aufmerksam zu machen und die anderen zu überzeugen, yo, ich bin auch dabei.